Hello, everybody's dancing in the moonlight. Nein, Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded mit mir. Jo, im letzten Part sind wir ja ein bisschen diese Ausrufezeichen, nee, Quatsch, Fragezeichen, mein Gott, wie kann man nur so durcheinander sein, entlang gegangen. Und ihr habt mir wieder viele nützliche Tipps gegeben, die ich zum Teil jetzt auch umgesetzt habe. Und mehr seht ihr aber gleich, wenn wir ins Spiel starten. Also dann schnack ich nicht lang, ich würde sagen, let's go. Ja, Leute, okay, dann, was ich euch alles zeigen muss, ich habe nämlich wieder ein bisschen vorgearbeitet, damit wir eben ein bisschen mehr Spaß am Erkunden und so haben können. Und zwar habe ich dem Schreiner erstens diese Schreinerwerkbank gebaut und ihm auch ein kleines Kämmerchen gemacht, und zwar hier. Ich habe hier jetzt halt so ein paar Kisten in die Wand gemacht, hier ist diese, wie heißt es jetzt halt gleich... Die Tischsäge, genau, die meinte ich eigentlich. Da bin ich auch schon dabei, hier fleißig Holzbretter zu craften. Hier steht der Gute. Er hat leider kein Licht, aber das hat er auch nicht verdient. Und dann habe ich hier auch noch den Brennofen gemacht und auch schon mal ein paar Ziegelchen angesetzt. Ja, sonst habe ich eigentlich, glaube ich, nicht viel gemacht. Ich habe hier auf jeden Fall auch noch mal die Kisten sortiert und habe mal die... Hab mir zwei von diesen größeren magischen Truhen gemacht. Und dann habe ich mir noch diese, wie heißen sie denn gleich hier, diese Irrlichter. Irrlichter? Genau, doch, die Irrlichter habe ich mir gemacht. Hab mir noch ein paar Pfeile gecraftet und mein Inventar ein bisschen geordnet. Hab hier auch ein bisschen Fleisch gebraten. Und bei den Fähigkeiten habe ich jetzt noch drei übrig. Und da ihr ja wisst, dass ich auf Bogenschütze gehen will, bin ich jetzt am Überlegen, was ich noch skillen soll. Weil das hier ist, glaube ich, auch nicht ganz so verkehrt, weil Kondition, Geschick und Konstitution sind ja eigentlich das, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, was wichtig sind für einen Bogenschützen. Deswegen müsste ich ja theoretisch entweder diesen Weg hier gehen nach oben oder ich nehme den Geschicklichkeitsschuss noch mit dabei, bin ich jetzt doof? Ihr wisst schon, was ich meine. Der Schaden am Kopf eines Gegners wird um 20% erhöht. Ich schätze, ich nehme jetzt mal das. Und wenn ich dann wieder Punkte habe, nehme ich hier noch den Waldläufer. Genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir noch ein anderes Schild gecraftet, weil auch jemand von euch geschrieben hatte, dass dieses Magieschild wohl nicht das allerbeste sei. Hier habe ich mir noch eine Kiste gemacht, wo ich eben jetzt halt so mal den ganzen Essenskram reingesteckt habe. Und hier bin ich gerade dabei, die Tomatensetzlinge zu machen, weil Tomaten ja eben auch Geschick geben. Und mit dem Fleisch, was ich jetzt hier habe, bekomme ich nur Konstitution und mit dem Wasser Kondition und Ausdauerregeneration. Und jetzt fliegt hier schon wieder so ein Scheißviech rum. Geh mal weg jetzt. Wisst schon, diese kleinen Fruchtfliegen da. Die sind so nervig. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts gemacht, außer ein bisschen Party. Machst du Party? Ich mache heute Party. Oder wie ging das? Ich mache heute Party, machst du heute Party? Ich mache heute Party, machen Sie heute Party, Mr. K. Ich. Okay. Nee, Quatsch. Das Beet möchte ich auf jeden Fall dann auch wirklich hier draußen noch anbauen. Da hatte zwar auch jemand geschrieben, ich soll doch bitte, oder was heißt ich soll bitte, ich sollte doch eigentlich gleich das Beet nehmen, was da beim Kirchturm und so ist. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Und es verschandelt ja jetzt in dem Sinne auch nicht mein Haus, denn es ist ja draußen und ja, genau. Fällt mir jetzt sonst noch irgendwas ein, was ich gemacht habe? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, dass wir heute auf jeden Fall nochmal das Abenteuer fertig machen. Wir waren ja letztes Mal hier und ich wollte ja eigentlich dorthin gehen. Das heißt, wir reisen jetzt auf jeden Fall dorthin. Ich habe da auch eine Werkbank hingestellt und ein Feuer. Und genau. Also hier Werkbank, hier Feuer zum Ausruhen. Und genau, lasst uns einfach mal dann jetzt in die Richtung düsen. Hier ist zwar auch so ein... Wenn ich sterbe, stehe ich wieder auf Ding, aber wenn ich da jetzt auch meinen Altar stehen habe, dann
Wundert euch nicht übrigens, wenn ich ein bisschen verplant heute mal wieder sein sollte. Ich hatte gestern leider Migräne, konnte deswegen nicht aufnehmen und bin auch noch heute ein bisschen wirre im Kopf. Aber ich glaube, ich weiß, dass ihr das mögt, denke ich. Okay, oh no. Einmal runter mit uns. Wir sind wieder Wölfe. Genau, ich habe dann auch noch mal bei den Waffen geguckt, welche ich noch verbessern kann. Was ist los mit dir? Greif mich halt an. Nimm dir ein Beispiel an deinem Kumpel. Ja. Und dann von hinterm Baum vorkommen, ist schon klar. Naja, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Da unten, oder wie? Was haben wir denn hier Schönes? Obelisk, der Erbauer. Lesen. Die Welt erlischt, ihre Flamme erstickt. Jetzt reicht's dann aber gleich. Die Menschheit wird vergehen wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erloschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus aus Zerstörung und Chaos. Ja, das sehe ich aber auch so. Er hat Reisestiefel. Die gucken wir uns gleich an. Und noch was zu lesen. Müde. Das bin ich auch, ja. Als Kinder taten wir so, als würden wir sie lesen. Aber die Obelisken verbergen ihre Wahrheiten vor uns. Ich war ein Narr, als ich dachte, ich könnte hier eine Lösung für meine Probleme finden. Niemand erhört meine Gebete. Und ich bin so müde. Ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Bruder. Yo, Bro, verzeih mir, Vettel. Sebastian, oder wie? Was macht er denn in Enshrouded? Das können wir noch... Nein, ich möchte den Verband hier. Genau. So, was gibt's hier Schönes? Knochenmehl. Hier sind Metallplatten. Hier ist nix. Und den kriegen wir nicht kaputt. Also, dann haben wir jetzt hier den Wegpunkt... auch fertig. Dann haben wir hier noch den Salzminenstandort offen, zu dem wir jetzt hindüsen werden. Ah, Leute. Oh, bevor ihr mich wieder schimpft. Ich muss ja essen und trinken. So, mehr habe ich jetzt aber auch nicht. Das muss reichen. Ist es jetzt hier unten? Ja. Dann düsen wir einmal runter. Ins Verderben. Oh, was haben wir da? War ich da schon? Ja, das müsste das Erntegehöft sein, oder? Ach nee, das ist dieses andere. Oder bin ich jetzt schon wieder blöd? Das war aber eigentlich wieder nicht das Ziel. Egal, wir gehen da jetzt mal hin. Ich muss gucken, was siehst. Ah ja, hinterm Tarn. Okay, alles klar. Da können wir wieder wegdüsen. Hintern haben wir für heute genug gesehen. Und dann einmal in die Richtung. Oder? Ist das korrekt? Was ist hier für ein Haufen? Salzminenstandort. Ah. Feuerstein. Und Eisbolzen. Heiltrank und Äste. Heiltränke habe ich mir übrigens auch gecraftet. Und ich glaube, den zweiten Teil vom Dungeon machen wir nächste Woche. Das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen. So, hier kann man runter. Und hier ist ja sonst auch nichts mehr, ne? Ne. Dann düsen wir mal runter. Yes!
Kiste. Mit Schwarzpulverkugeln, natürlich. Und ich habe mir extra noch so eine andere Axt mitgenommen, mit der ich die Kisten zerdeppern kann, weil es mehr Spaß macht. Und jetzt geht die Sonne unter, dann wird es wieder richtig bunter. Lalala. Im Miasma, was haben wir hier? Salz. Ah, ja, stimmt. Cool. Salz kann man, braucht man doch auch, um das getrocknete Fell herzustellen. Deswegen packen wir uns mal ein bisschen in die Tasche. Okay, reicht schon. Weiter im Text. Wo komme ich denn jetzt hier runter? Ich spüre das Glück. Das Salz säumt jede dieser gottverlassenen Klippen. Es hängt in Luft, verwandelt rum in Lauge. Und doch kann ich es schmecken. Hier wartet etwas auf mich. Ich spüre es tief in den Felsen. Eine Vibration auf meinen Fingerspitzen, ein Puls. Das gleiche Zucken, das ich spüre, bevor ich ein Ast ziehe. Ich kenne es nur zu gut. Dieses Brummen wird meine Pechsträhne beenden. Endlich ein wenig Glück. Bertram. Brossard. Kennt keiner von euch, ne? Es wird dunkel, aber im Dunkeln ist gut munkeln, habe ich mir mal sagen lassen. Und das hat wehgetan. Ja. Ich muss also noch weiter in diese Richtung. Okidoki. Eckstädter Salzminen. Ach so, hier geht's also weiter. Okay. Den machen wir mal kaputt. Da ist einer. Jetzt. Sind sie tot? Ich glaube schon. Ja, ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren auf meinen Bogenschützen. Oh, irgendwas ist doch da. Ach, hier ist der Heinz. Na gut. Wir zielen auf seinen Kopf. Ja, Mann, das hat ja richtig gut geklappt. Ich mag Dunkelheit nicht in dem Spiel. Das nehmen wir mit. Irgendwas brüllt da schon wieder. Aber da ist noch... Ach, das ist so ein Stundenglas. Ein Geräusch im Gemäuer. Setz mir das mal als Wegpunkt. Und ich glaube ja, dass ich dann tatsächlich da lang gehen muss. Dann tun wir das auch mal. Ich klaue mir dieses Stundenglas. Hier ist eine Kiste. Die nehmen wir zuerst mit. Ups, es war natürlich daneben. Mein Verstand ist scharf wie eh und je. Das Klopfen weiß den Weg. Welch schönes Pochen. Es rüttelt an meinen Knochen. Aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Meine schüchternen Kameraden lüstet es nicht nach Reichtum. So scheint es jedenfalls, denn sie sind abgereist, während ich schlief. Wir waren gerade in den Tunnel eingedrungen, an dessen tiefem Ende dieses wunderbare Brummen erklingt. Wie dem auch sei... Mehr für Bertram, sage ich. Vorwärts, ho, Bertram. Na gut. Und ein Jägerbogen. Cool. Q
cool, Obambolo. Ich sehe. Ach so. Na, mein Gott, ich bin so blöd. Dafür habe ich mir doch extra diese Dinger gemacht. Schau mal, das sind Babys. Süß. Hallo, du Baby. Guck mal. Ups. Brutnest. Das hört sich irgendwie eklig an. Neuer Ort markiert. Bin ich überhaupt richtig hier? Wegpunkt. Könnte sein, oder? Dafür nehmen wir jetzt das hier. So. Die Kleinen gehen damit nicht kaputt. Nee, irgendwie nicht. Naja, ist egal. Ist wurscht. Hier ist eine goldene Kiste und ein Bronzeschwert. Armes Tuk-Tuk. So geht's leicht auch. Also hier ist was los. Das dürfte dann wieder Salz sein. Na genau, jetzt sind wir wieder in den... Ich muss auf meinen Miasma aufpassen, Leute. Brutnest. Was ist denn jetzt hier in dem Brutnest? Und wieso ist mein Wegpunkt da? Ist jetzt hier noch irgendwas? Ich glaube, dass die Kiste hier das Einzigste war, oder? Dann lasst uns mal wieder rauflaufen. Und mal wieder raus aus dem Miasma. Beziehungsweise vielleicht nochmal so ein Stundenglas snacken. Wo war denn noch eins? Boah, hier kann man ja auf jeden Fall ultra viel Salz abbauen. Das ist gut zu wissen. Im Miasma, Achtung, du stirbst gleich. Ich weiß. Ach, wen haben wir denn da? Ich weiß, jetzt geht kaputt. Wie komme ich denn hier raus? Kann mir das irgendwer sagen? Vielleicht in die Richtung? Jetzt habe ich zwar wieder ein bisschen mehr Zeit, aber wir düsen da lang. Oh, was haben wir denn hier? Erstmal Flüssigkeit. Käse. Wo ist eigentlich der Weg hier? Wir düsen dem Weg entlang. Wo auch immer er uns hinführen möchte. Wann bin ich hier raus, Leute? Im Morgen immer. Und ich düse im Sauseschritt. Halt, stopp. Ich kann doch mit Sicherheit... Hier rechts irgendwo lang, oder? Ja, wenn ich hier gehe, dann müsste ich bestimmt rauskommen aus dem Zeugs. Früher oder später.
Ja, jetzt nämlich. Sehr cool. Also, dann schauen wir doch mal. Ich meine, hier ist bestimmt noch was, was ich entdecken kann. Aber so, sonst haben wir erstmal ja hier mehr oder weniger das Gebiet jetzt entdeckt. Reisen wir mal zur Hochweidenwarte. Und ich muss hier runter dafür. Oder? Ja. Ist die Frage, ist es da oben oder ist es da unten oder wo ist es? Standort unten. Okay, das ist kein Problem. Das kriege ich irgendwie gebacken, denke ich. Ich brauche noch mal. Aua, sag mal. Brückenbaubericht. Kleine Feuersteinmine. Benötigt ein Dietrich. Scheiße. Den habe ich jetzt natürlich nicht mit. Kann ich mir vielleicht einen machen? Nee, weil mir Metallschrott fehlt. Ah, danke, Leute. Und dann habe ich jetzt das hier auch fertig, oder wie sieht's aus? Da war die Kiste, aber Brückenbaubericht. Okay, ja gut, wenn es halt so schnell geht, kann ich auch nichts machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier auf der rechten Seite ja auch noch einiges. Und hier nach da oben. Wir können auch nach Hause gehen und dann hier die Gerüchte des Alchemisten machen. Machen wir doch das mal. Dann kann ich mich nämlich kurz nochmal ausruhen. Und kurz pennen. Dann ist es nämlich auch wieder hell. Ja, ich glaube, das machen wir so. Ach, und sie hat uns irgendwas zu sagen. Was gibt's denn? Tierfell erhalten. Was ist das? Eine Art Verderbnis durchdringt die Poren. Die Haut ist faserig und porös. Sie hat sich bereits verändert. Am Ende übermannt das Miasma alle. Tier, Soldat, König, all unsere Knochen brechen gleich. Hier, ich werde meine Jagdgründe mit dir teilen und sie in deinem Tagebuch markieren. Erlöse diese Geschöpfe. Flammenblut. We'll meet again. Gut. Kurz reparieren. Ausgeruht sind wir. So, ich habe ja jetzt hier schon Tomatensetzlinge, dann werde ich jetzt die Tomaten mal mitnehmen. Und was wir auf jeden Fall ja auch noch machen wollen, kurz mal. Also die Reisestiefel sind, glaube ich, jetzt nicht mehr so passend für mich. Da habe ich bessere an. Und was hatten wir da noch gefunden? Bronzeschwert, aber ich bin halt, habe halt hier schon höhere Sachen. Auch der Bogen ist bei mir höher. Das heißt, das können wir zerlegen und den auch. Das Schild sowieso löschen. Und das war es ja dann erst mal. Okay. Dann wird es jetzt eh schon wieder hell. Gehen wir mal raus aus der guten Stube. Und dann muss ich hier, glaube ich, einfach nur hier in das Lager darunter. In dem war ich doch aber, glaube ich, schon mal, oder? Fliegen wir mal ganz kurz hier hin, weil ich dann gucken will, wenn ich jetzt hier drauf komme, dass ich die von hier jetzt alle kaputt mache. Wenn er nicht wegrennen würde wie so ein Heinz. Moment, bleib stehen. Okay, also er ist Kaputschko. Da hinten steht ja noch der eine. Da muss ich hier hingehen. Oh, der war nice. Wo ist er jetzt? Das ist echt entspannt von hier oben. Dann dich noch, mein Lieber. So.
Ist jetzt hier noch irgendwer gerade so in Sicht? Nö, gell? Das können wir noch in die Luft sprengen. Und hier, glaube ich, ist auch noch mal was zum Sprengen. Na toll. Ja, ich habe es ausgehöhlt. Ist sehr cool. Okay, dann runter mit uns. Hier haben wir Honig. Das ist nice. Hier ist noch so ein Ding. Jetzt nicht mehr. Mittlerweile komme ich mit den Dingern eigentlich auch ganz gut klar. Sehr schön. Also, hier kann man reparieren. Hier ist eine Falle. Hier ist eine Kiste. So, und von hier kann man auch... Ach, hier ist ein Zettel. Schaut mal an. Ich brauche deine Hilfe. Du hast den besten Blick der Welt. Halte deine scharfen Augen für meinen Bruder offen, ja? Ich habe seit dem Sturm nichts mehr von Gerrit gehört. Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, plante er, dieses versteckte Grab zu plündern. Ich weiß nicht genau wo, aber er sagte, es sei nicht weit von hier. Also bitte, wenn du einen dürren Kerl am Horizont siehst, schieß nicht. Melde dich stattdessen bei mir. Es könnte mein Bruder Gerrit sein. Okay. Okay, okidoki. War klar. Das war klar. Das sieht auch schon wieder so verdächtig aufgeschüttet aus. Gelle. Weitere Kiste. Wieso haben die so viele von diesen Kugeln immer? Das ist doch nicht zu fassen. Oh nein. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Da oben rechts im Eck steht Plünderer Geifermutter. Ist das wieder so eine blöde, fette Alte? Ich habe irgendwie Angst. Naja, gut. Komm schon. Na gut. Also repariert haben wir. Hier ist eine fette Kiste. Ja, was heißt Dietrich? Ich habe doch einen. Hier, mach mal. Nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Der Vielfraß. Bin ich damit gemeint? Wir sind jetzt seit 3 Tagen gefangen, schwach, ohne Essen und Wasser. Dies könnte mein letzter Bericht sein, aber die Plünderer erschaffen stets neue Schrecken, die ich nicht ignorieren kann. Plündererköniginnen, die vor Völlerei fett geworden sind, flößen sich im dunklen Labor dieses Lagers selbst große Mengen Elixier direkt in ihre Herzen ein. Diese Vielfraße spuckten Gift und werfen mit Fläschchen voll verdorbenem Elixier nach ihrer Beute. Man sollte ihnen unter allen Umständen fernbleiben. Dies soll eine Warnung sein, falls ich nicht überlebe. Ja, ich weiß, wovon du sprichst, Jo. Was ist hier? Okay, dann bereiten wir uns also auf diese Plünderer-Alte vor. Kein Problem. Nicht nur wüsste, wo sie ist. Oh, hier sind auf jeden Fall erstmal die hier wieder. Ich glaube, die mache ich so K.O. Ach, und da ist noch so eine. Verpiss dich jetzt, habe ich gesagt. Ich muss irgendwo rauf. Irgendwo rauf.
Kann ich da hoch? Erstmal muss ich wissen, wo die Blöde ist. Okay, ich weiß es. Alles klar. Das ging schneller als gedacht. Oh no. Vielleicht kann ich von hier irgendwas ausrichten. Nein. Stopp, halt, stopp, geh rauf. Oh, Glück gehabt. Ah, sieht aus, als wäre das der perfekte Spot. Ihr habt aber auch geschrieben, bei der brauche ich nie auf den Kopf zielen, weil sie ja diesen Helm trägt. Ich möchte es jetzt aber trotzdem probieren. Scheint mir doch effektiv zu sein, also... Sorry. Was nehme ich eigentlich für Pfeile? Ja, die Schrottpfeile, okay. Oh, da wird sie grantig, der Fettsack. Wow, sehr interessanter Kampf, Leute, muss ich schon sagen. Noch einmal und tot. Gut. Geht der Kreis mal weg? Ja, danke. Ah. Oh. Ah, oh. Ich habe den Kopf von ihr und ich habe hier ja noch was drin. Und zwar den Ring des endlosen Lebens. Plus 6% Lebensraubchance. Ist nicht derselbe, den ich schon im Dungeon hatte? Schwierige Frage. Gut. Ist denn jetzt hier noch irgendwas, was es... Ja, na klar, hier ist eine goldene Truhe. Mit einem Beil. Und ich habe wieder mal das Rucksackproblem. Steine können weg. Ja, coolo. Dann gehen wir nach Hause. Dann haben wir den Schritt nämlich auch erledigt. Und dann haben wir heute schon wieder 3 oder 4 Fragezeichen erledigt. Ist schon gut eigentlich, oder? Ja, und in diesem Sinne beende ich den Part natürlich wieder für heute. Hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss echt sagen, Enshrouded ist wirklich ein Spiel, was richtig viel Spaß macht. Auch wenn ich noch nicht so weit bin. Aber ja, ich glaube, ich bin jetzt auch schon Level 8 und langsam geht's voran. Also wir werden es auf jeden Fall schaffen, dass ich irgendwann Stufe 25 bin, wenn es dann nicht schon sogar bis Stufe 30 oder so geht. Also in dem Sinn, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!